Wir mussten jetzt erstmal anhalten und uns beruhigen. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Was ist das Problem? Auch nicht so problem. Komm mit mir. Das war jetzt echt eine harte Nummer. Also wir sind über die Grenze gefahren, vom Senegal nach Gambia, und die gambische Polizei war auch super nett zu uns. Die haben noch mit uns gescherzt, die haben die Passports abgestempelt und haben uns über Deutschland unterhalten und so. Da die ja auch jetzt hier Englisch sprechen, ist das alles super easy eigentlich, und wir waren mega froh. Und dann fahren wir irgendwie eine Stadt weiter und dann hält uns da die Polizei an. Wir haben halt gedacht, gehabt ganz normale Kontrolle, wie halt überall. Ja, dann mussten wir aussteigen und wir sollten zu diesem Customs-Büro gehen. Und dann nahm das Passavant fürs Auto und wollte dann erst 5.000 und dann plötzlich 15.000 Dalassi. Ja. Das sind um die 40 Euro, glaube ich. Ja, und das ist einfach, wir wussten gar nicht wofür. Und er hat uns das aber nicht erklärt. Und in dem Moment, wo ich frage, wofür ist denn das Geld, fing er an zu schreien. Aber richtig laut. Also da war gar nicht mehr, Der Mann ist komplett eskaliert. Er hat erst mich angeschrien, dann ist Tobi natürlich gekommen. Und dann hat er Tobi angeschrien. Und wir haben uns natürlich auch vorher informiert. Und man muss nichts mehr bezahlen für Gambia extra. Also er hat sich auch überhaupt nicht mehr runterbringen lassen. Ich habe immer nur gesagt, ich habe gesagt, du kannst ruhig mit uns sprechen. Ja. Keiner schreit hier, nur du. Ja. Aber das hat ihn einfach noch viel mehr hochgebracht. Und das Allerschlimmste war dann, als er anfing, Tobi zu beschimpfen, dass er jetzt nur so reagieren würde, er wäre aggressiv. Und zwar, weil er schwarz ist. Und da war für mich dann auch die Grenze erreicht, wo ich gesagt habe, so, also bis hierhin und nicht weiter. Wir lassen uns hier nicht als Rassisten beschimpfen. Wir haben lediglich gefragt, wofür wir hier Geld bezahlen sollen. Und weil wir das dann hinterfragt haben, was wir da eigentlich bezahlen sollen, und er das aber nicht beantworten konnte, na, ist halt immer lauter geworden, Weil ihm die Argumente ausgegangen sind oder was weiß ich. Das war reine Einschüchterungstaktik. Und lange Rede, kurzer Sinn jetzt. Also ich bin dann mit dem Silvio von Cheap Like a Bird, die uns ja auch begleiten, nochmal dahin. Und wir haben dann nochmal ruhig mit dem Menschen gesprochen. Und er sagte nur so, ja, ich werde halt schnell laut. Alle meine Kollegen wissen das und es ist halt so, ne? Also ich musste dann gehen. Ich wurde auch dann verwiesen. Der Station verwiesen. Und ich bin dann auch im Auto geblieben, weil das hat zu nichts geführt. Und dann war dieser Mensch plötzlich wie ausgewechselt und sagte, ja, na natürlich gebe ich euch jetzt den Stempel for free. Kein Problem. Auf einmal. Ja. Stempel drauf und fertig. Also man muss hier so viele Sachen einfach aussitzen und auch hinterfragen und nach Rechnung fragen. Wir haben auch gesagt, also wenn wir jetzt hier nicht weiterfahren dürfen, dann bleiben wir halt jetzt hier direkt vor deinem Büro stehen mit zwei großen Autos und essen jetzt erstmal Mittag oder so. Also echt schade, halt direkt Gambia rein und die erste Negativerfahrung. Ja, wirklich, und wir dachten noch, es wird leichter. Ja. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal schnellstens hier weg und sehen zu, dass wir zu unserem Spot kommen. And you? Okay? Yeah, we're okay. That's right. What's this? What? Mobile. Yeah, it's my mobile. Mm. Can I see our passports, please? Yes. Christian. Mm-hmm. You are going with these people? Yes. Together? Our friends. For 10 days. 24th. Thank you. Thanks. How do you say thank you in German? Danke. Danke. It's thank you, yeah. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich angekommen nach einem wirklich sehr anstrengenden Tag. Wir stehen hier auf einem übelst schönen Campingplatz direkt am Gambia River.
in dem es angeblich keine Krokodile geben soll, zumindest nicht hier. Deswegen werden wir auch gleich baden gehen. Schaut mal, wir sind gespannt, ob wir nachher noch da sind. Ja, wer weiß, vielleicht ist es auch unser letztes Video, dann werdet ihr es auch nie sehen. Aber wir trinken jetzt erstmal noch ein Bierchen, das gibt es nämlich hier jetzt eisgekühlt und ja, kommen erstmal wieder an nach diesem anstrengenden Tag. Wir sind jetzt gerade frisch geduscht und schön sauber und jetzt gibt's lecker Wraps direkt am Fluss. Sasan from our camping place und er zeigt uns jetzt hier gerade ein bisschen die Stadt und hat uns geholfen, unsere SIM-Karten aufzuladen, damit wir hier auch Internet haben. Und jetzt gibt es hier einen leckeren Snack mit gebackenen Bohnen auf Baguette. Schmeckt auf jeden Fall richtig nice und ja. You are welcome to Georgetown, Janjambure. Yeah. Now you are in a very famous place. That's standing true. Close to the bar of Bendula. Very close to the market area also, where, you know, daily time in the morning people used to come over to buy their daily shopping. Some of them, they come with vegetables. They plant it from the garden. They cannot get the money, but when they come to the market, they can also change it by oil. They can also change it by rice. But you are poor, but you are happy. And then I want to tell everyone to welcome to Georgetown to have real experience from Gambia. I was living in a campsite and then a very great campsite. Very nice campsite. Wenn ihr in Gambia seid, dann besucht auf jeden Fall Asans Campsite. Gut. Paradiesisch da. It's paradise. Yes. The local silversmith in the island, and this, and you know, Africa is a tradition. My family is from in the tradition. We do the things without electric. Everything is local. Here I put this silver powder. You see, you know, it's a modi. You know, it's a, just right now I'm from making it. It's a new one. If I put the powder here and put it here, the moment pedaling, the air comes in the opener, and there I have fire. Yeah. You see? You hear the fire noise? Yeah. Within a minute, the silver will melt. It will melt like water. Beat it. To like see? A piece of jewelry. Yes, yeah. Jewelry. Yeah. Yeah, it's just nice. And, well, this one, beautiful. We call this baobab tree. So
ist ja jetzt hier schon unser zweiter Abend in der Gegend hier auf diesem Campingplatz. Und wir laufen jetzt nochmal ein bisschen in die Stadt rein, wo ich heute Morgen schon mit Lea war, und zeigen den Jungs das Ganze nochmal und gucken mal, ob wir vielleicht irgendwo ein Bierchen trinken. Unbedingt. Ja. Ich bin mega gespannt. Und es ist auch so warm, da tut ein Bier jetzt mega gut. Es ist richtig, richtig warm. Und außerdem sind wir auch sehr gespannt auf morgen, weil wir da nämlich was richtig Cooles geplant haben. Geht's früh raus. Guten Morgen! Wir sind schon ganz aufgeregt, denn in einer halben Stunde ungefähr holt uns hier direkt am Campingplatz unser Boot ab und dann fahren wir zu Babu Island. Aber vorher werden wir erstmal noch ein bisschen frühstücken. Wir sind ca. 3 Stunden auf dem Boot hier den River entlang gefahren und sind jetzt am Nationalpark angekommen, Baboon Island, und wir haben auch schon einen Schimpansen mit Baby gesehen. Thank you.
Wir sind jetzt eben mal hier an Land gegangen, um eine kurze Pause zu machen. Und hinter mir ist auch das Camp von den Rangern. Es gibt hier 14 Ranger in diesem Nationalpark. Die patrouillieren dann immer auf Booten hier und beschützen die Schimpansen. Es gibt 6 Inseln und auf 3 davon leben tatsächlich Schimpansen, die aus Zoos aus der ganzen Welt hierher kamen und aus Privathaushalten, aus Gefangenschaft und wurden hier wieder ausgewildert. Und ja, wie gesagt, die Ranger sind dafür da, die Schimpansen hier zu beschützen, denn keiner darf die Inseln betreten. Aber wenn die nicht da wären, würden halt Menschen kommen und die Schimpansen hier auch klauen oder andere Tiere auch jagen, die sonst noch auf der Insel leben. Und das Witzige ist, dass die Guys hier jeden einzelnen Schimpansen beim Namen kennen. Das ist wirklich witzig. Wir haben ja schon 2 oder 3 davon gesehen und die konnten uns wirklich die Namen von den Affen nennen. Und 2 Hippos, 2 Nilpferde haben wir auch schon gesehen. Ich hoffe, auf der Rückfahrt kommen uns jetzt vielleicht noch ein paar unter. Es ist aber ein bisschen schwierig, weil jetzt das Wasser des Flusses ansteigt und je mehr das steigt, desto weniger oder desto kleiner ist die Chance, irgendein Tier zu sehen, was im Wasser lebt. Aber es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hierher zu kommen. Erzähl mal, wie es war. Lang. Nein, es war super. Also, wir haben Schimpansen gesehen, wir haben Hippos gesehen und wir waren übelst lang auf dem Wasser. Eine tote Schlange, genau. Also, es war schon cool. Also, Daumen hoch. Yes. Prima. So, da fahren sie jetzt davon. Ich habe mich da heute mal ferngehalten von der ganzen Geschichte, weil ich was am Auto machen möchte und weil Wasser ist gar nicht meins. Deswegen wünsche ich ihm viel Spaß und bin selbst gespannt auf die Bilder. So, derweil, wo die anderen auf großer Hippo-Tour sind, habe ich mich mal wieder um das Fahrzeug gekümmert und einiges an Schläuchen und die Auffälleinheit tiefen gereinigt. Das war auch mal dringend notwendig. Ansonsten habe ich ja meine ganz eigene Tour bekommen, da die Affen vom Nachbargrundstück immer mal wieder rüberkommen und mich besuchen. Macht auf jeden Fall Laune, das Ganze anzuschauen. Ich gucke mal, ob ich 1-2 Äffchen für euch vor die Linse bekomme. Wir sind ja gerade mit Silvia und Lea unterwegs und ich muss leider feststellen, dass ich doch etwas unsportlicher bin als gedacht, da die beiden ja doch fast täglich Sport machen. Und so habe ich mir jetzt mal vorgenommen, einfach selbst mal auch was zu machen. Hier im Camp herrscht jetzt allgemeine Aufbruchsstimmung. Wir machen uns jetzt fertig. Die beiden Niederländer, die gestern mit auf der Bootstour waren, fahren heute auch ab. Und wir machen uns jetzt zu viert weiter entlang auf dem Weg am Gambia River in Richtung Küste und schauen mal, ob wir da wieder ein nices Plätzchen finden. Wir müssen auch noch Wasser auffüllen, fahren nochmal ins Dörfchen und holen uns eins von diesen nicen belegten Baguettes, die es hier gibt. Und dann packen wir's.
wir haben jetzt den nächsten Campingspot erreicht und Christine und Lea schauen schon mal, ja, schauen sich da schon mal um, wie der ausschaut und ob der gut ist. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, hier einfach im Dorf auf dem freien Parkplatz vor einem Restaurant für 150 Delassi zu stehen. Deswegen vergleichen wir es einfach mal. Gucken mal, wie es weitergeht. Maybe we can mention this place to other people, so that they come here and support you a little support bit. Me a little bit. Yeah, you can check this picture. Wir haben uns jetzt mit dem Restaurantbesitzer hier geeinigt, dass wir die Nacht hier stehen und bei ihm noch ein Abendessen bestellen. Und zwar in Senegal heißt es Mafé, in Gambia Dondolé, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ist das eine nice Erdnusssoße mit Gemüse und Reis und das bringt er uns hierher. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Ne? Es gibt Musik und es ist einfach wunderschön hier. Domo da, er hat es eben nochmal gesagt. Bisschen am Aufräumen, die morgendlichen Routinen quasi abspulen und leider müssen wir den Platz jetzt hier auch schon wieder verlassen, weil es einfach ein bisschen überhand nimmt mit dem Besuch. Es ist echt super süß mit den Kids und grundsätzlich sind die auch wirklich sehr lieb, aber ja, es gibt dann halt einfach den Punkt, wo es ein bisschen übermütig wird und dann ist es meistens besser, einfach zu fahren und den Platz zu verlassen. Wir sind halt hier die absolute Attraktion. Es also ist halt klar für die Kinder was ganz Besonderes, wenn wir hier stehen und mit unseren Autos. Ja, gerade wenn wir uns auch mit ihnen halt ein bisschen beschäftigen. Ne? Das, was wir auch versuchen. Es macht auch wirklich Spaß, aber. Aber du hast halt nie Ruhe. Also gestern sind die Kids länger unterwegs gewesen, als wir auffahren. Ja, das ist echt. Ja. Traurig. Naja. Gut, wie gesagt, wir packen zusammen, dann geht's weiter an die Küste. Let's go. Die ungefähr 27. Polizeikontrolle hinter uns und mittlerweile ist Tobi fleißig am Nummern sammeln. Jeder Police Officer will unser Friend sein und die sind auch dann immer ganz fix, die nehmen uns das Handy weg und geben ihre Nummer ein und sind dann mega happy, wenn wir ihnen mal schreiben. Und der eine hat jetzt eben auch gesagt, er wäre super fröhlich, wenn wir ihn bei seiner Familie zu Hause besuchen würden zum Essen, wenn wir zurückfahren. Und ja, so eine richtige Polizeitätigkeit wird hier zumindest bei uns nicht ausgeführt. Die kontrollieren weder unsere Passports noch irgendwelche Dokumente fürs Auto. Die wollen einfach nur mit uns reden. Ja. Aber ist ja meistens echt nett. Obwohl es halt immer mega respekteinflößend ist, wenn die Leute dann dastehen mit den großen Gewehren. Ja, und dann fangen die plötzlich an zu lachen und freuen sich einfach. Das ist schon strange. Ich habe auch immer das Gefühl, die Army ist noch lustiger drauf als die Polizisten. Ja, das stimmt. Dann schauen wir, was noch so kommt.
Wir haben es jetzt mal wieder an den Strand geschafft. Der Weg hierher war wie immer nicht so leicht. Aber ja, es hat sich mal wieder gelohnt. Das sage ich, glaube ich, fast jedes Mal, aber es ist halt auch jedes Mal so. Ich werde jetzt erstmal ins Wasser springen. Jetzt alle zusammen auf dem Weg zu einer Strandparty. Hier neben unserem Stellplatz ist nämlich direkt eine Bar und da ist heute irgendwie Trommel-Live-Musikabend. Das gucken wir uns jetzt mal an, nachdem wir den ganzen Tag eigentlich in einer anderen Bar verbracht haben, um dort das letzte Video hochzuladen. Sind wir jetzt echt froh, dass wir es geschafft haben und jetzt schauen wir uns das mal an. Let's go!